Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige dir heute ein ganz einfaches Muster. Muster, den du im Grunde genommen für alles verwenden kannst. Du kannst auch Socken damit stricken, Stulpen, Pullis, Strickjacken, wie ich sagte, fast alles. Obwohl, ich würde auch sagen alles, weil das ist ganz einfaches Muster, besteht nur aus einer Musterreihe. Das heißt, wir haben hier bei diesem Muster nur eine Musterreihe. Die anderen Reihen, im Grunde genommen haben wir vier Reihen, aber eine Musterreihe, das ist einfacher vielleicht. Wir stricken... Wie kann ich euch das ganz schnell erklären? Wir stricken nur rechte und linke Reihen und dann in der dritten Reihe stricken wir unser Muster. Dann wenden wir die Arbeit, stricken wir linke Reihe. Das heißt, in der linken Reihe stricken wir wieder alle Maschen links, wenden die Arbeit und stricken wieder von vorne. Das heißt, wir stricken wieder rechte Reihe, linke Reihe, wenden, Musterreihe, wenden, linke Reihe. Und schon wieder von erste bis vierte. Wobei, wie du jetzt gehört hast, wir haben die zwei ersten Reihen haben wir glatt rechts. Ich habe hier ein ganz kleines Stückchen mit Merino-Wolle gestrickt, etwas dünnere Wolle. Und hier habe ich nehme etwas Dunkleres, weil das weiße Wolle hier ist. Hier habe ich das mit was? Bestimmt ist da Acryl, Polyamid oder wie das ganze Zeug da heißt. Ich habe Reste davon gehabt und wollte nur sehen, wie das aussieht, wenn das mit diesem Muster gestrickt ist. Es ist, sieht man auch natürlich diese Muster, aber ich finde das viel, viel schöner mit Merino-Wolle. Ich würde mit euch jetzt mit dem Rest, was ich hier habe, eine Reihe stricken und um euch zu zeigen, wie einfach das ist, habe ich mir Rapports hier. Wie du siehst, 1, 2, 3, 4 Rapports haben wir hier. Ein Rapport besteht aus 5 Maschen plus 2 Maschen nach dem Rapport plus 2 Randmaschen. 2 Maschen nach dem Rapport. Ja, okay, wenn du nur ein Rapport strickst, keiner von uns strickt ein Rapport. Das heißt, zeige ich dir gleich, wir stricken ganz normal unsere Reihen und dann, wenn wir die Arbeit beenden, das meinte ich, stricken wir für die Symmetrie so, für die Symmetrie 2 Maschen rechts und die Randmasche. Ich habe hier auf diesem Beispiel die ersten 2 Reihen nicht gestrickt, deswegen würden wir von Anfang das stricken, dass du das besser sehen kannst und verstehen kannst, was ich meine mit zwei Reihen glatt rechts. Die erste Reihe nach dem Maschenanschlag. Wie ich sagte, wir haben 5 Musterreihen, 5 Mustermaschen oder teilbar durch 5, plus 2 Maschen am Ende für die Symmetrie. Die erste Reihe stricken wir nur rechte Maschen. Die ganze Reihe, da stricken wir nur rechte Maschen. Bis zu Ende. Dann die letzte Masche. Die stricke ich nach links, das ist meine Randmasche. Jetzt die Arbeit wenden
Und die zweite Reihe, die erste Masche ist die Randmasche und die restlichen Maschen in der zweiten Reihe links stricken. Und jetzt auch in der zweiten Reihe, in jeder Reihe haben wir die letzte Masche als Randmasche. Und jetzt kommen wir zur Musterreihe. Wie du siehst, wir haben diesen Abstand zwischen unseren Sternchen, haben wir hier gestrickt schon. Und jetzt fangen wir an mit der dritten Reihe und in der dritten Reihe stricken wir unser Muster. So, die erste Masche ist die Randmasche. Danach stricken wir zwei Maschen rechts, ganz normal verschränkt rechts. Die nächsten drei Maschen stricken wir von hinten, das heißt verschränkt, zusammen nach rechts und loslassen. Jetzt die Masche, die entstanden ist aus den drei Maschen, die schieben wir wieder auf die linke Stricknadel und aus dieser Masche machen wir drei. Einmal ein Umschlag und zweimal. Jetzt haben wir drei Maschen, das war's. Mehr brauche ich euch nicht sagen. Das ist ganz einfaches Muster. Jetzt strickst du wieder zwei Maschen rechts. Das ist jetzt unser zweiter Rapport. Jetzt die drei nächsten Maschen. Die strickst du zusammen nach rechts verschränkt. Das heißt von hinten hier. Jetzt loslassen. Jetzt kommt die eine Masche, die hier aus den drei Maschen ist, kommt sie wieder auf der linke Stricknadel und aus dieser Masche stricken wir drei. Einmal, die Masche bleibt noch auf der linken Stricknadel, ein Umschlag und noch eine Masche rechts. Loslassen. Zweiter Rapport ist fertig, wieder zwei Maschen rechts, drei Maschen zusammen verschränkt, von hinten, so. Loslassen, die linke Stricknadel von der linken Stricknadel loslassen, die Masche. Jetzt kommt die Masche wieder auf der linken Stricknadel und aus dieser Masche stricken wir drei. Eine Masche, ein Umschlag und die zweite Masche. Und einen Rapport haben wir wieder fertig. Noch ein Rapport, zwei Maschen rechts, drei Maschen rechts verschränkt, zusammen, so, auf die rechte Stricknadel kommt die Masche, aber die Masche kommt zurück auf die linke Stricknadel und wird aus dieser eine Masche, würden drei Maschen gestrickt, ein Umschlag und noch eine Masche. Und jetzt kommen zwei Maschen rechts und die Randmasche. Wenn du jetzt in Runde strickst oder mit Nadelspiel oder alles, was du stricken wirst, nicht mit zwei, sondern mit runde Stricknadel oder mit Nadelspiel, egal was du strickst, da kommen die zwei Maschen für die Symmetrie nicht. Das heißt, du strickst zwar die zwei Maschen, aber du fängst wieder, wenn du dir das aufschreibst, dann strickst du wieder von vorne. So, wenn du dir diese Muster aufschreibst, Skizze machst, dann die lassen wir los. Die für die Symmetrie sind nur mit zwei Stricknadeln. So, so sieht das aus. Jetzt in Runde.
strickst du weiter, wieder aus drei Maschen eine Masche machen. Entschuldigung. Und dann wieder auf die linke Stricknadel die Masche schieben und aus der eine Masche strickst du drei und so weiter und so weiter. Du hast auch nicht in Runde, wenn du strickst, hast du keine Randmaschen. Und jetzt haben wir unsere letzte Reihe, die vierte Reihe. Die vierte Reihe wird links gestrickt. Wenn du jetzt in Runden strickst oder mit Nadelspiel, dann strickst du die erste rechts, die zweite rechts, die dritte strickst du die Musterrunde und dann die vierte wieder rechts. Das heißt, du hast nur rechte Maschen. Die dritte hast du als Musterreihe oder Runde und dann hast du nur, wie die Maschen erscheinen, und die erscheinen als rechte Maschen. Wie du siehst, diese Muster ist geeignet wirklich, ich würde sagen, 100% für Anfänger. Das ist sehr, sehr einfaches Muster und sieht schön aus, kann ich mir gut vorstellen für Socken oder auch für Lob oder Mütze. Ganz zarte, kleine Muster. Hier vielleicht mit diesem ist das ein bisschen besser zu sehen. Das ist die rechte Seite und hier haben wir die linke Seite. Das war's, meine Lieben. Ich habe mich wieder gefreut, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Wenn ich euch helfen kann, tue ich das gerne. Ich sage erstmal Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mira. Also, es gibt keine Skizze für diese Muster, wollte ich noch dazu sagen.